Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory 3. Also ich habe jetzt doch ein paar von den Hühnern hier weiter hergestellt. Also es sind auch ein paar besondere mittlerweile dabei, zum Beispiel hier Slime. Okay, so besonders jetzt nicht, aber zum Beispiel Prismarin habe ich. Das ist Snowball. Leder habe ich, glaube ich, mittlerweile auch irgendwo, weil das ja immer so ein Thema ist, dass man das so schwer kriegt. Ja. Dann Gold habe ich hier, das müsste Gold sein, ja, da hinten ist irgendwo Silber. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich eigentlich nicht mehr weitermachen kann. Das müsste, glaube ich, so das letzte Eis sein und das ist Elektrum, das ich einfach so herstellen konnte, weil ab jetzt bin ich dann in dem Punkt, wo ich für alle weiteren Sachen dann die Nether-Chicken brauche, das Nether-Quarz, und dazu müssen wir den Nether. Und damit wir im Nether vorankommen, weil das ist ja auch wieder alles bloß Void, will ich das Jetpack hier herstellen. Da habe ich schon mal etliches jetzt hier zusammengelegt. Dann machen wir gleich mal die Alloy. Da brauche ich 3 Silicon. Und 3 davon normalerweise für das hier. Ja. Dann habe ich das schon mal hergestellt, dann stellen wir den Rest in der Zwischenzeit her. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Capacitator. Dann den Ledergurt hier, können wir ja auch herstellen durch die Lederchickens, die bringen ziemlich viel. Dann den Konst, das hier müsste ich auch noch durchschmelzen, die 8 Stück hier. Aber in der Zwischenzeit kann ich mal hier die Zahnräder herstellen. Die müssten so gehen. Oder genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Dann habe ich die schon einmal. Der hier ist durch. Dann packe ich die rein. Mache hier raus die komischen Insulated Redstone. Insulated Redstone Conduits. Weil dann kann ich eigentlich, bis auf das Conductive Iron, habe ich jetzt alles. Essen wir mal kurz. Hier oben habe ich mittlerweile auch Diamant- und Emerald-Blöcke mit dran. Und der hat ja ein Stack-Limit von 16 und das bezieht sich immer auf die Blöcke oben. Also ich habe 16 Diamant-Blöcke, kann ich da reinpacken. Das ist einiges an Diamanten. Und das Ding ist, ich krieg die auch ziemlich schnell zusammen. Können wir ja mal ganz kurz schauen. Hier also Prospero Chart, die mache ich immer zu Blöcken mittlerweile, weil ich dann mehr stacken kann. Die Ancient Spores schmeiße ich weg, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich mit denen machen soll. Das hier packe ich auch immer so weit es geht rein, bloß das meiste werfe ich auch schon weg. Genau wie das Quarz Enriched Iron. Das muss ich schon wegschmeißen mittlerweile, weil der Drawer voll ist. Weil bei dem ist das Problem, da bin ich hergegangen und habe so eingenommen, weil ich dachte, da kann ich auch Blöcke und Nuggets machen, aber das geht in dem Fall nicht. Deshalb macht er bloß 16 Stacks hier oben rein. Das ist blöd. Hier beim Uranium zum Beispiel funktioniert es, weil dann nimmt er 16 Stacks Blöcke. Also, ja, blöd gelaufen. Okay, dann können wir jetzt das herstellen zweimal und dann den hier. Jetzt muss ich das Ganze bloß irgendwo reinpacken zum Aufladen. Da habe ich ja hier drüben meine Battery. Und jetzt haben wir es gerade mitten in der Nacht, also ziemlich Mitternacht müsste es gleich sein. Die Batterie ist komplett voll und hier haben wir auch noch 1.740.000 RF drin. Also der Speicher von den Solarpanels wird noch nicht einmal leer in der Nacht. So viel produzieren die am Tag. Also da könnte ich wahrscheinlich noch 3-4 solche Capacitator dranhängen und dann würde es langsam mal funktionieren. Und selbst dann, wenn die wieder voll sind, dann läuft auch wieder die Solarpanels voll. Okay. Jetzt während das da hinten auflädt, gehe ich her und baue mal den Elevator. Weil ich halt keine Lust habe, da ständig hoch und runter zu laufen. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich.
Boden, das hier, 2, 3, 4 werde ich brauchen. Im Normalfall. Dann habe ich doch irgendwo hier unten die ganzen Strings. Hä? Wo sind die ganzen Strings hin? Ah, Electrum Chicken ist geschlüpft. Das ist auch 10, 10, oder? Überall 10er. Ja. Passt. Dann, wo habe ich die Strings hin? Habe ich die da drüben hin? Könnte ich mir momentan irgendwie gar nicht vorstellen. Na. Und das hier ist schon wieder voll. Mist. Ja, auch bloß, weil er zum Beispiel das Redstone hier doppelt hinpackt. Was auch irgendwie ein Schaman ist. Das weg, das weg, das hier, das kann weg, alles. Das habe ich eh so viel, dass ich es nicht weiß, wohin damit. Wo habe ich meine Strings hingepackt? Die müssen doch hier irgendwo sein. Ich hatte doch keine Ahnung, wie viele Stacks davon. Da habe ich noch 52, aber das ist auch nicht die Welt. Das reicht auf jeden Fall nicht für... Oder? Na, das will gerade mal einer. Wo habe ich die ganzen Strings rein? Weil verbraucht habe ich die auf keinen Fall. Hier waren keine. Hier nicht. Hier ist eh nichts drin. Hier auch nicht. Das ist bloß Schnee. Hier die nochmal 3 Wolle. Das heißt, ich kann nochmal 2 herstellen. Na? Das Electrum Chicken ist fertig. Passt. Habe ich hier noch irgendwo was? Na, da habe ich gerade schon alles durchgeschaut. Und ganz oben ist auch keine Truhe mit Strings normalerweise. Das sind bloß die ganzen Eier. Hm. Wo habe ich die Strings hin? Hier ist noch was, na, da habe ich auch schon geschaut. Keine Ahnung, wo jetzt die hin sind. Dann muss ich halt mal einen Baum nochmal anpflanzen und Strings reinsetzen. Auf jeden Fall kann ich jetzt mal hergehen, mach den hier weg. Mach hier die ganzen weg. Mach das weg. Gehen dahin und jetzt, wenn ich springe, bin ich hier oben und wenn ich mich duck, bin ich wieder unten. Das wird jetzt, glaube ich, bloß so angezeigt wegen der Leiter, oder? Na, doch nicht. Hm, ist ja egal, wieso das jetzt so aussieht. Dann nehmen wir uns jetzt mal das Jetpack. Ja, genau, in der Truhe. Hier hinten. Packen das mal dahin. Ist es 100% aufgeladen? Dann brauche ich... von hier oben noch das Netz und nehmen wir mal die, okay, das Schwert nehme ich nicht, das ist eh schon so gut wie weg. Auf jeden Fall noch was zum Essen. Kartoffeln kann ich ja, okay, eigentlich kann ich am schnellsten Hühner mittlerweile machen. Und jetzt brauche ich noch Obsidian, da habe ich hier noch 4. Dann habe ich hier ein paar Eimer und ich brauche, wie viel brauche ich nochmal? Wie viel braucht man nochmal? 3 hoch, also 6, 7, 8, 9, 10, 10 bräuchte ich mindestens. Ich glaube 14, dann habe ich einen Raum außen komplett voll. Dann habe ich jetzt 13 und jetzt sind es 14. Okay, und das Tor baue ich jetzt. Wo baue ich das am besten, dass es nicht nervt? Ich baue es jetzt einfach mal da hinten und im schlimmsten Fall reiße ich es halt wieder weg. Und ich brauche noch Flint und Steel.
Den müsste ich, glaube ich, schon hier drin haben, oder? Na, das waren Shears. Also einmal Stahl und einmal Flint. Den habe ich hier drüben stackweise drin, damit ich das Tor auch anzünden kann. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei und das vierte für oben drauf. Hä? Jetzt hat. Und zum Zumachen. Okay. Und damit hätten wir jetzt das Nether-Tor. Gut, das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal.